Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, wir sind hier wieder in unserem kleinen Dorf. Die Clanspiele sind da und sie sind auch schon so gut wie vorbei. Ich habe mir das hier mal geholt. Das kriegen wir ganz schnell hin. Während wir uns einen Gegner suchen, möchte ich noch was kurz erwähnen. Ich habe es in der letzten Folge gesehen. Es sind gerade mal 6 Aufrufe. Das ist wenig. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele jetzt auch in letzter Zeit kaum noch Clash of Clans. Es wird vorübergehend die letzte Folge sein, bis Clash of Clans wieder so in den Hype kommt, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Es ist einfach nur noch langweilig, also man greift nur noch täglich an, nur um die Aufgaben zu machen und so weiter. Es gibt nichts wirklich, was man machen kann. Man kämpft sich nur jeden Monat durch, um alle Punkte zu bekommen und fertig. Und ich glaube, das ist bei den meisten so. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Es tut mir natürlich jetzt für die leid, die noch zugeguckt haben. Aber es bringt nichts, Videos zu machen, wenn nur 2-3 Personen das angucken. Deshalb wird das ja vorübergehend die letzte Folge sein, bis ich entweder Lust dazu habe oder bis irgendwann wieder was Besonderes passiert. Aber lassen wir uns jetzt nicht davon abhalten, nutzen wir noch die letzte Folge. Und da haben wir auch schon direkt den Stern. Die Zeit ist auch schon gleich da. Und da haben wir schon ziemlich schnell eine Aufgabe erledigt. Die 3 Sterne holen wir uns locker. Obwohl hier auch noch ein paar Bauhütten sind. Da teilen sie sich auf, sehr schön. Dann bleibt die Bauhütte noch und dann ist alles fertig. Hat auch eine Juwelenkiste da, die würde ich eigentlich mal abbauen. Man kann nämlich nur maximal eine Juwelenkiste haben. Und da steht noch die letzte Bauhütte, die ist aber auch gleich kaputt. So, da kommt der Drache und kaputt. 3 Sterne. Ziemlich schnell die ersten paar Punkte geholt. 200 Punkte. Nicht besonders viel. 5 Hindernisse abbauen. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar. Ja, das sind 5. Das sind locker 5. So, machen wir einen Baum weg. Aber ich habe auch noch einiges zu tun. Das da könnten wir auch heute noch schaffen. Das schaffen wir bestimmt auch noch. Gebäudeverbesserung auch noch bestimmt. Also wir könnten noch hier ein paar Punkte holen. Hier kriegen wir nochmal 15.000 Dunkles. Damit könnten wir den König direkt auf Level 4 bringen. Ja, aber ich hab zu viel Dunkles, ich kann das dann leider nicht einsammeln. Ja, ich hab den schon auf Level 3. Ich hab den in der Zwischenzeit irgendwann mal gezogen. Aber ja, es ist alles ein bisschen langweilig geworden.
Aber mehr auch nicht. Naja, wenigstens ein Stern. Und auch ein Sieg. Und da hätten wir das schon. Hätten. Betonung liegt auf dem. Können wir noch was verbessern? Irgendwas, was ich auch nicht benutze? Nein. Ich habe die ganzen Zauber schon fast komplett, alle komplett verbessert. Ansonsten eigentlich nichts. Ansonsten gibt es nichts mehr. So, hier hätten wir noch das vierte, glaube ich. Ja, das vierte. Und hier vielleicht nochmal Truppen ausbilden. Dann, was machen wir hier? Bogenschützen sammeln, Stromfallen Bomben. Bomben. Ah, welche Bomben waren das? Die hier drin, oder? Ja, das waren die hier drin. Die oben habe ich nämlich schon gezogen. So, da haben wir schon mal 100 Punkte. Wir kommen dem ziemlich nah. Das hier brauchen wir noch und das da brauchen wir noch. Dann kriegen wir das Elixier auf jeden Fall. Was könnten wir dann verbessern mit 2,5 Millionen? Trotzdem nichts anderes. Vielleicht den Magier, weil der so am meisten kostet. Und hier haben wir nicht. Nee. So, fragen wir hier nochmal Drachen an. Dann machen wir noch das fünfte Hindernis. Gucken nochmal hier rein. Vielleicht noch nicht. So, die Punkte haben wir auch. Fünfhundertfünfundsiebzig. Drei Wachposten. Nee. Machen wir das hier. Drei Wachposten. Greifen einfach dreimal hintereinander an. Zielen zuerst auf den Wachposten. Uns dann um das andere. So. Ja, da haben wir eigentlich ziemlich wenig geholt. Aber wenigstens einen Stern. So, was gibt es denn noch? Ah, das ist nur der Spielerkampf. Ich habe mich ein bisschen gewundert. 1000 Punkte. Ich glaube nicht. 6 Mehrspielerkämpfe in Folge gewinnen. Das mache ich wahrscheinlich auch nicht. Wie weit sind wir eigentlich? 1400? Dann knapp die Hälfte durch. Ah, ein bisschen mehr als die Hälfte. Hier haben wir noch einen Hain. Ansonsten warten wir jetzt einfach nur noch, bis der fertig wird. Okay. 2 Sterne verloren. Naja. Egal. Schon. Natürlich nicht geschafft. Und die gehen jetzt auch alle drauf. Ja. Nicht mal ein Stern.
Aber was kann man machen? Gibt's noch was, was man machen kann? Kann ich nochmal gucken? Nö. Nö. Nein. Mehrspielerkämpfe ohne Zauber? Nein. Supermauerbrecher habe ich nicht. 5 Truppenkapazität. Zauberspenden. Ich kann mir jetzt selber, glaube ich, nicht mehr als 2 spenden, also kann das auch sehr schwer werden. Wow, da haben wir ziemlich knapp verloren. Hätten wir einen Stern geholt, hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Da gehen wir uns einfach nur drauf. Und da war ein Tesla. Na toll. Wenigstens die Punkte. Ihr seht schon, ich mache alles nur, um Punkte zu bekommen. So, was hätten wir als nächstes? Eigentlich nichts, oder? Ja, eigentlich nichts. Zweimal Klärmburg zerstören, dann müssen wir zweimal angreifen. Ich glaube, das kriege ich doch noch hin. Das wollte ich eigentlich einsammeln. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hat eigentlich eine ziemlich schwache Verteidigung, bis auf die Magiertürme. Der hier ist schon ein bisschen hochgelevelt. Aber auch nur ein bisschen. Oh, da gehen jetzt ganz viele drauf. Da, oh, da ist noch eine Luftabwehr, die habe ich gar nicht bemerkt. Ja, aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin. Solange wir die Klärmburg. Ja, Klemmo haben wir schon, also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Jetzt gehen sie auf den Barbarenkönig und weg ist er. Oh, da ist schön viel Dunkles. Das holen wir uns. Na, okay, so viel Dunkles war es jetzt auch nicht. Da ist auch noch was drin. So, 2 Sterne haben wir. Da ist auch eine Menge noch außen, leider. So, dann teilen sie sich wenigstens nochmal auf. Ich weiß nicht, kriegen wir jetzt 3 Sterne? Ich glaube schon. Ja, der Drache geht jetzt nach links. Ja, ich glaube, wir kriegen es hin. Wenn der Barbarenkönig jetzt schnell genug läuft. Und der Drache macht sowieso alles platt. So.
25 Sekunden noch. Ja, das schaffen wir. Eins, zwei, drei. Und noch zwei Schläge, dann haben wir es geschafft. Ja. Perfekt. Sternebonus. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit dem Sternebonus machen soll, aber egal. Oha. 10-mal Zauberfabrik und 3-mal perfektes 3-Sterne-Ergebnis. So, was machen wir jetzt damit? Ja, einfach den Magier. Ich kann nichts anderes machen. Hier habe ich auch noch was drin. Das lasse ich aber auch erstmal. Drei Mehrspielerkämpfe in Folge gewinnen. Naja, ich glaube nicht. Naja, habe ich schon gemacht. Dann greife nochmal hier an. Gucken, was wir noch so machen müssen. Ja, eigentlich nichts. Außer Lakaien, Mutantenlakaien. 8 Stück. Und das ist Mehrspielerkämpfe. Also 8 Lakaien müssen wir einsetzen. 4-mal gewinnen. Wir haben nur 6. Na toll. Dann machen wir das halt so. Ich glaube von hier. Ja, jetzt gehen hier alle drauf. Aber nicht ganz so gut. Nee, es war halt auch mein erster Angriff, also ich weiß nicht genau, wie man damit angreift. Muss Sterne bekommen. Ja. 4 Duelle, 1 Stern. Guck ich mal, wie lange dauert das hier noch? 11 Minuten. Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Solange versuche ich hier die Taktik herauszufinden, dreimal anzugreifen, damit wir auch gleich die Punkte bekommen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Truppen sind fertig. Wir brauchen noch eine Clanburg. Die da. Hat ziemlich viel Dunkles, aber vom Rest ist es mir leider zu wenig. Nee. Wieder zu wenig Loot. Was ist das für eine Base? Der hat überhaupt keine Verteidigung oder so. Dann wird sie kaputt gemacht. Fangen wir hier an mit dem Barbarenkönig. Ja, das Dorf haben wir ziemlich schnell auseinandergenommen. Da bleiben nur noch die beiden Bauhütten übrig und dann war es das auch schon. Ich frage mich, warum man hier so Mauern aufstellt, aber naja, egal. Ich würde nicht sagen, dass sie so viel nützen.
Doppeldrache und 100%. So, dann haben wir das noch abgeschlossen. Ja, ich glaube, das war's auch schon für diese Aufgaben. Aber hier haben wir ja noch was. Ja, 3 von 4 haben wir hier schon. Dann kriegen wir genug zusammen, um das ja auch zu bekommen. Okay, dann beginnen wir mal. Nein, das falsche Ziel, aber kann ich ja jetzt nicht mehr ändern. Ja, ich glaube, das wird nichts. Leider. Dabei hatte ich gerade so den Dreh raus. Hätte nicht mehr viel gefehlt, 8%. Vielleicht 2 Gebäude oder so. Ich habe die auch jetzt hier begonnen zu verbessern. Da machen wir die andere Kanone noch. Dann sind wir auch schon so gut wie maxed. Juwelenmine können... Ich habe die Juwelenmine nicht verbessert, was? Daran erinnere ich mich gar nicht. Komisch. Ja, das ist doof, da ist die Verteidigung in der Mitte. Ich wüsste nicht genau, wo ich jetzt angreifen soll. Setzen wir mal alle auf den Haufen, was kann schon schief gehen. Ah, die verteilen sich automatisch. Ach komm, als ob ich jetzt das wieder nicht hinkrieg. Also, ich weiß wirklich nicht, wie man damit angreifen soll. Ich benutze meine eine Taktik, die funktioniert gut. Ich nutze sie immer wieder. Wenn ihr diese Taktik nutzt, lacht ihr euch bestimmt jetzt schlapp, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kämpfe mit dieser Taktik einfach nicht. Nee, das wird auch nix. Ach, Mann. Ich würde das gern noch einsammeln, aber darf ich scheinbar nicht. Sammeln wir mal das ein.
Und gucken mal, was wir noch verbessern können. Einfach die beiden anderen Bomben noch. Warum nicht? Und das war gerade die Klingel. Ja, ich sitze leider direkt hinter der Klingelanlage. Da kann ich leider nichts dran ändern. So, jetzt haben wir alles noch verbessert, was wir verbessern können. Hier wird auch schon fleißig verbessert. Und das dauert noch eine Weile. Na komm schon, mach endlich fertig. Danke. Ach ja. Das mache ich jetzt noch, komm schon. Einen einzelnen Stern brauche ich. Und ich weiß wieder nicht, wie ich angreifen soll. Vielleicht Barbaren nehmen. Ja, das läuft schon besser, würde ich sagen. Aber natürlich machen die nicht das, was sie sollen. Ihr sollt zerstören. Nein, oder? Nein, nein. Nein, 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 nein. Sagt mir jetzt nein. Ach man. Ja, okay. Ich beende die Folge einfach. Also Leute, das war's mit der Folge. Fürs erste, auch die letzte. Wenn ihr mehr wollt, dann gucke ich mal in Zukunft vielleicht wieder rein. Ich werde auf jeden Fall wieder reingucken, wenn es mir wieder Spaß macht, wenn wieder mal was los ist. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.